Es ist vielleicht zu schwach, wenn wir sagen, dass uns Jesus manchmal sehr bedeutende Dinge, die uns in ganz bestimmten Situationen aufgehen, dass er sie uns beiläufig schenkt. Aber ähnlich wie es im Kontext seiner großen Passion ist, im Garten von Gethsemane, so ist es auch hier nach dieser großen Diskussion, nach der großen Brot- und Eucharistierede im 6. Kapitel des Johannesevangeliums, ein ganz ähnliches Wort von dem schwachen Fleisch und dem wachen Geist. So auch hier, wenn er in aller Deutlichkeit sagt, das Fleisch nützt nichts, der Geist ist es, der lebendig macht. In diesen Kontexten können diese Worte schnell untergehen, aber sie sind so wichtig, weil sie uns in eine rechte Ordnung bringen. Es ist wieder Adrienne von Speyer, die uns hier ein wenig auf die Sprünge hilft, wenn sie sagt, das Fleisch muss in einer Ordnung gehalten werden, dass es unauffällig dienstbar sei. Man soll es nicht zu Sprüngen erziehen, nicht zu Höchstleistungen, deren Sinn sich in der Leistung selber erschöpft. Denn zu anderem ist das Fleisch nicht fähig. Man soll die Endlichkeit des Fleisches nicht sprengen wollen, weder im Genuss noch in der Askese. Der Geist hat seine übergeordnete Ordnung. Auch das Leben des Geistes soll in Ordnung sein, aber offene Ordnung, immer zu größerem, gewagterem, unübersehbarem hin. Die beste Ordnung des Geistes ist die, offen zu sein, aber die Sprünge, die der Geist machen muss, sollen von Gott bestimmt sein. Und das immer Größere, in das der Geist sich wagt, soll nicht er selbst, sondern soll wiederum Gott sein. An diesem Gesetz des Geistes gemessen ist das Fleisch nichts und soll nichts sein. Ein Fleisch ohne Geist ist sinnlos. Es hat nur Sinn als Haus und Träger des Geistes, ferner als Lehrmeister des Geistes, weil der Geist an der gewollten und geübten Eindämmung des Fleisches zu wachsen hat. Räumt aber der Geist dem Fleisch einen ungebührlichen Platz ein, so verkümmert er selbst, geht irgendwie unter im Fleisch, und das Fleisch hat seinen Sinn als Träger verloren und ist unnütz geworden. Die ganze Ordnung des Fleisches dient zur Einschulung des Geistes in seiner Ordnung. Natürlich kann das jede und jeder selbst einmal für seine eigene Existenz übersetzen. Es gilt grundsätzlich und es wurzelt diese Überzeugung im Wort Jesu, das er uns zweimal sagt, in seiner Passion und hier in dieser großen Krise des galiläischen Frühlings. Und es ist nicht von ungefähr, dass er uns beide Male dieses Wort schenkt, wenn er über seine totale Hingabe spricht. Die Krise der Passion, wie auch die Krise des massenhaften Abfalles hier. Und vielleicht ist unsere Krise, die wir durchleben, genau im Gleichen begründet. Wir müssen wieder hinfinden zum Bekenntnis des Petrus, zur rechten Ordnung des Fleisches und zur Ordnung des Geistes. Wenn wir uns anschauen, dass geistliche Gemeinschaften oder Klöster mit ihren Wellnessprodukten werben oder mit den Wellnessoasen, die sie angeblich bilden, dann ist diese Ordnung vollkommen durcheinander gekommen. Das ist die Ordnung des absoluten Fleisches. Und die große Frage ist, ob es dort noch Platz gibt für eine höhere Ordnung, um die es letztendlich geht. Jesus mahnt uns dazu und es führt uns in die Mitte des Glaubens. Es hängt zusammen mit dem großen Geschehen der Erlösung, mit Passion und Auferstehung. Es hängt zusammen mit der Eucharistie. Beides ist mit diesen durcheinander geratenen Ordnungen nicht von ungefähr in einer großen Krise. Die Verwässerung der Eucharistie und die Verwässerung dessen, was wir unter Erlösung verstehen und um welchen Preis sie uns gewonnen wurde.